Was willst du denn hier? Thomas trinkt doch nicht so viel. Ich hab's doch gesagt. Nun haben sie es doch geschafft, mich klein zu kriegen. Deshalb brauchst du dich doch nicht zu schämen. Es gibt doch sowas wie einen Selbsterhaltungstrieb. Ich habe überhaupt nicht protestiert. Ich habe getan, was sie wollten. Ich habe die Augen zugemacht. Und auf den Moment gewartet, wo alles vorbei ist. Jetzt ist doch alles vorbei, Thomas. Lass uns versuchen. Ich habe zugesehen, wie Dieter meinen Jungen mit dem Kopf an die Wand schlug, bis er bewusstlos am Boden lag. Und ich habe nichts gesagt. Ich habe nur gedacht, hoffentlich lässt er mich in Ruhe. Was hättest du denn tun sollen? Dieter eine Kugel in den Kopf jagen oder was? Am nächsten Tag kommt ein neuer Dieter. Von denen gibt es immer wieder welche. Hör doch auf, Thomas. Also ab und zu nicht gedacht. Ja, natürlich. Ich habe immer gehofft, dass du eines Tages zu mir zurückkommst. Und dass wir dann endlich so leben können, wie wir wollen. Ich habe überhaupt nicht an dich gedacht. Zusammen im Bett gefühlt. War ganz prima. Und mit den Kollegen habe ich gewichst, wenn ich geil war. Was ist schon dabei? Tun doch alle. Ich habe nie daran gedacht, dir treu zu sein. Weißt du noch die Nacht in der Zelle? Hast du das wirklich geglaubt? Zusammenbleiben. Den werden wir schon zeigen. Hm? Wem haben wir es denn gezeigt? Hör doch endlich zu saufen auf, Thomas. Ich lasse mir von niemandem mehr was vorschreiben. Auch von dir nicht. Thomas, was ist denn los? Mach sofort auf, Thomas!
vernünftig miteinander reden. Ich brauche noch jetzt nicht aufzugeben. Thomas, komm jetzt sofort raus! Thomas! Kurat? Hier ist die psychiatrische Klinik Seehügel. Einen Moment bitte. Ich verbinde mit Professor Brenneisen. Ich kann Sie beruhigen, Herr Kurat. Solche Fälle haben wir jeden Tag. Dafür sind wir Ärzte ja da. Wie lange muss er hier bleiben? Machen Sie sich mal keine Sorgen. In 2-3 Wochen ist alles vorbei. Und nun haben wir noch eine Polizeimeldung durchzugeben. Vermisst wird seit Donnerstag, den 9. Mai, Thomas Manzoni, 21 Jahre alt, Bürger von Scheurental, ledig. Signalement, 1,76 Meter groß, schlank, blaue Augen, blondes Haar, ovales Gesicht. Der Vermisste hat in der rechten Gesichtshälfte eine ca. 5 cm lange Narbe, die von einem Unfall herrührt. Thomas Manzoni entwich aus der psychiatrischen Klinik Seehügel, in die er vor einer Woche nach einem Selbstmordversuch eingeliefert wurde. Sachdienliche Mitteilungen über den Verbleib des Vermissten sind erbeten an die psychiatrische Klinik Seehügel oder an den nächsten Polizeiposten. Thomas Manzoni leidet an starken Gemütsdepressionen und dürfte umherirren. Es wird um schonendes Anhalten gebeten.